Hey YouTuber und Fans in Düsseldorf, wir sind im Hamburger Portugiesenviertel. Hier gibt es so 40 Restaurants. Gucken wir uns mal den Portugiesenviertel an. Bis zu 40 Restaurants soll es hier in der Umgebung geben. Ich finde, diese Ortschaft hat schon so seinen Charme. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Caramba Espacial. Wahrscheinlich spricht das richtig schlecht aus. Caramba Especial. Portugiesenviertel Hamburg. Portugiesische Gastarbeiter sind aus den 1960er Jahren hergekommen und haben sich niedergelassen. Und daher auch der Name Portugiesenviertel. Casa Franco Restaurant. Hier muss ich auf jeden Fall echt mal essen. Diese ganzen Restaurants hier. Restaurant A Casa do Benefica. Wie auch immer das heißt. Gehen wir da lang. Ich finde, diese Ortschaft hier hat. Portugiesenviertel hat was. Viertel mal zu sehen, wo hauptsächlich Portugiesen ansässig sind. Aber nicht nur Portugiesen. Ne? Gastarbeiter. Portugiesische Gastarbeiter waren halt viele hier damals. Gucken wir uns mal weiter an. Restaurant Taparia. Leute, guckt euch mal die Ecke an. Sieht richtig versifft aus. Aber riechen tut es hier nicht komisch. Hätte ich eher gedacht. Gehen wir mal weiter. Kriegt man viele Meeresfrüchte oder wenn man Tapas mag, kann man sich das auch gönnen. Das sieht echt cool aus. Also man merkt diese Flagge. Schwenken wir mal wieder zu mir. Ich muss echt sagen, begeistert von dieser Ecke. Ich auch merke, ist es sehr, sehr lebhaft hier. Hier seht ihr ein spanisches, portugiesisches Restaurant, Restaurant Coimbra. Hier esse ich jetzt gleich und hier seht ihr ein paar Aufnahmen davon. Wir sind hier im Restaurant Coimbra und da gibt es was mit Dippen. Die Vorspeise ist Champignons und Provolone. Jetzt bin ich bei der Hauptspeise, Restaurant Cambria im Portugiesenviertel. Das Essen sieht super, super lecker aus. Ein bisschen den Portugiesenviertel supporten. Sehr interessant hier. Eine Pizzeria haben die auch. Pastosi. Die Leute gönnen sich hier richtig. Spanische Restaurant Tapas, Vinos, also Wein, Warsteiner, Leute. Plakat. Echt interessant hier. Man kann ja vorher mal googeln, Leute, welches Restaurant hier so am besten ist. Wir gehen ja noch mal die Seite entlang. Was gibt's denn hier? Okay, das ist hier einfach ein Rewe. Jetzt sieht es da nicht so besonders aus. Außerdem, wie heißt dieser Restaurant? Portugiesische Restaurant. Heißen die irgendwie alle hier? A Varina. Auf jeden Fall ein Viertel. Sehr, sehr eng von den Gossen. Aber sieht ganz ordentlich aus. Also. Man könnte auf jeden Fall hier entspannt essen gehen. Eine ruhige Ecke. Das steht auf jeden Fall klar.
Die Bewohner im Portugiesenviertel haben es sehr, sehr praktisch. Wohnen nur ein paar Minuten Fußweg von U-Bahn-Landungsbrücken. Wohnen quasi sehr zentral um die Ecke vom Bahnhof. Das muss man echt sagen. Wie heißt das? Electric Elephant Publishing Kitchen. Body Kitchen, wa? Crazy. Weinkost, Portugal. Meeresfrüchte, Fisch, Fleisch. Es scheint lieb zu sein, da stehen schon einige Leute an. Gucken wir uns nochmal die Dittmar-Köhe-Straße an. Auf jeden Fall sehr belebt hier, kann man auf jeden Fall sagen. Gehen wir nochmal diese Seite lang und da würde ich auch sagen, war's für heute. Gucken wir uns die Ecke nochmal an. Offizieller Handelspartner ist St. Pauli. So ein Souvenir. Das war's dann mit dem Video. Wir waren in Hamburger Portugiesenviertel. Bis zum nächsten Mal. Euer Street City Life.